Hallo und herzlich willkommen, meine Diggers und Diggerinos, zu einer neuen Aufnahmesession, whatever von Fallout 4. Und natürlich spawnt hier anscheinend alles immer wieder. Jedes Mal, wenn ich die Scheißdatei auf seit eben Fallout 4 auf Spielfehler überprüfen gehe, respawnt auch dieser ganze Loot gefühlt. Interessant. Soll mir aber nicht stören. Falls ihr euch fragt übrigens. Oh ne, doch nicht. Hab einfach bloß das mal nicht übernommen, weil ich so. Mitgenommen, weil ich so snobby war, weil ich mir dachte, oh, brauche ich nicht, hab keinen Shit da. Es liefen Wetten darauf, wer einen Muti aus größter Distanz erledigt. William hatte einen Haufen Kronkorken gemacht. So. Ja. Falls ihr euch noch immer noch fragt, wieso machst du das überhaupt mit Spieldateien auf Fehler überprüfen? Nun ja. Sagen wir es mal so. Das Ding ist, ich hab's wahrscheinlich wegen ein paar Mods. Vielleicht auch, weil es ein bisschen. Das spawnt dich gerade an. Fuck you! Ich hab euch letztens erst das gegeben. Voll gierig, diese Penner, ey. Wie sind wir überhaupt mit den Händen? So rum. Bam. Oh ja. Der letzte starb zu schnell. Ich lass echt nach. So. Ja. Oh ja. Ach ja, und ich weiß jetzt, wieso das übrigens so komisch ausschaut, das chinesische Offiziersschwert, weil die Chinesen damals keine Katanas hatten. Das ist was tatsächlich was rein Japanisches, meine Freunde. Was rein Japanisches. Die Chinesen hatten tatsächlich so hässliche Schwerter. Ich muss sagen, ich finde die echt bescheuert. Hätten die uns hätten uns ruhig Katanas geben können. So, was machen wir überhaupt jetzt gerade? Ah ja, genau. Dann spurten wir mal hin. Mit unser Schwert. Ich hab ein Schwert. So läuft er um die rum. Nicht mal so richtig swaggy, baggy Ninja-Style. Nein, so. Ich hab ein Schwert. Ich renne mit Schwert. Voll bescheuert. Na los, du alte Plinsenplunze. En garde! Boah, Alter. Damit geht's ja easy going. Boah, das ganze Blut drauf. Gefällt mir. Achso, ihr seid schon tot. Du auch. Gut, besser so für euch. Yeah! Auf geht's. Marken für die Midway-Spiele sind an allen entsprechend gekennzeichneten Markenautomaten in Dryrock Gulch erhältlich. Unzerstörbare Rahmen natürlich. Fuck you. Ja, genau, da. Kommen wir hier auch von der anderen Seite rein? Ich hab ein Schwert. Alter, wie. Um weitere Informationen. Die Hüpfanimation ist ja noch bescheuerter. Wer hüpft bitte so? Wer? Wer von euch mit so. Tut mir so heftig mit den Armen weh beim Rumspringen? Armselig sieht das aus. Einfach nur armselig. Armselig, weil er mit den Armen so bescheuert rumhüpft. Armselig.
Ah, interessant. Welt der Erfrischung. Oh, danke. Oh, Alter. Okay, ich sehe schon, ich sehe schon. Ihr kämpft nicht mit fairen Mitteln. Gut, eigentlich schon, aber trotzdem. Ich sehe schon, ich bin euch unterlegen. Dann werde ich mal oder übel. Boah, Alter. Euer Ernst? Bam, fuck you! Ach ja, und vielleicht auch noch das. What? Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar, meine Lieben. Erstmal das und zweitens Splitter Time. Schön. Gesellschaft. Los, komm her, du fette Witzfigur. Ich mach dich kranken aus. Wo ist der andere hin? Lol. Tja, hat sie aufgelöst. Oder ich lieber dich dafür. Es gibt wohl einen Kampf. Das hat ihn überhaupt nicht gejuckt. Okay, da muss ich aber auch echt einen besseren Zoom drauf legen. Beziehungsweise einen anderen. War wohl doch nichts. Sonst kann ich das ja auf diese Art und Weise ja richtig vergessen. Komm schon, du und ich. Den ganzen Tag machen.
Und das war's? Are you fucking kidding me? No, but I'm beating you.